Können wir heute Abend essen gehen? Ich habe keine Lust zu kochen. Tut mir leid, ich muss noch mal weg. Und wohin? Wohin? Bin ich dir Rechenschaft schuldig? Konrad, du hast seit Wochen keinen einzigen Sonntag mit Friedrich und mir verbracht. Jetzt sei doch nicht gleich wieder beleidigt. Ich kann es nicht ändern. Du und Friedrich, ihr seid immer gleich beleidigt. Lass Friedrich in Ruhe. Und mach ihn nicht immer so klein. Das ist ein wunderbarer und begabter Junge. Begabt. Wach endlich auf. Aus dem Jungen wird nie was. Was ist denn jetzt noch? Da war ein Anruf für dich. Und? Aus Mailand. Das sagst du jetzt? Wann war das? Gegen 4. Herrgott nochmal, ich habe dich doch gebeten, mir das sofort zu sagen. Nicht in diesem Ton. Sprich nicht in diesem Ton mit mir. Ich erwarte ein Minimum an Respekt. Entschuldige, ich habe einfach ein bisschen viel am Hals in letzter Zeit. Du warst früher auch auf dem Stress, aber so hast du dich uns gegenüber nie behandelt. Ich versuche dir gerade zu erklären, in welchem... Und ich kann nur schwer damit leben. Friedrich? Mama? Wo warst du? Es ist fast nach Mitternacht. Bei Professor Korte, wir sind meine Examensarbeit nochmal durchgegangen. Und? Gut. Er findet sie gut. Heinz? Was machst du denn da? Hallo Lisa. Ich informiere mich. Du informierst dich. Du dringst in Professor Welfens Büro ein. Die Tür war nicht abgeschlossen. Gerade so, als hätte er nichts zu verbergen. Und worüber willst du dich denn informieren? Es interessiert mich einfach, warum man mir so übel mitspielt. Die Gründe. Die Gründe würde ich wirklich gerne kennenlernen, Lisa. Was meinst du, würde der Professor dazu sagen? Du wirst es ihm sowieso flüstern. Da bin ich mir ganz sicher. Morgen, Frau Weigand. Dann nehmen Sie mal los. Kaffee geht schon jetzt. So was habe ich noch nie gesehen. Der Tote liegt direkt im Schoß von Kaiser Barbarossa. Das ist am Montagmorgen. Die Woche fängt ja schön an. Es ist Professor Konrad Welfen, 53 Jahre alt, Dekan der medizinischen Fakultät in Halle. Ausweis, Papiere und Brieftasche hat er bei sich. Also wir schließen erstmal Raubmord aus. Morgen, Doktor. Und? Morgen. Er wurde niedergeschlagen und von dort oben runtergestürzt. Sicher? Sicher. Todeszeit? Die würde ich vorerst eingrenzen, zwischen 22 und 24 Uhr letzte Nacht. Er wurde von vorn aus nächster Nähe mit einem Hieb auf den Kopf niedergeschlagen. Von vorn und aus nächster Nähe? Hat das Opfer den Täter gekannt?
Habt ihr den Gegenstand, mit dem er erschlagen wurde? Wahrscheinlich, so ein Eisengitter ist oben. Ja, aber ob der Schlag schon tödlich war oder erst der Sturz, das müssen wir noch klären. Und ob wir verwertbare Spuren finden? Auch. Gut. Na, dann gehen wir mal nach oben klären. Das sind nur ein paar Stufen herauf. Ja, danke, Frau Weiler. Danke, danke. Morgen, Lisa. Ist der Chef schon da? Nein. Ich dachte, ihr wärt vielleicht miteinander gekommen. Dumme Idee, was? Ich hab gesehen, er geht Mitte September in Urlaub. Kann sein. Du auch? Buddelt ihr wieder? Im Tal der Toten nach Schätzen? Lass mich in Ruhe. Ich kann dir ja Bescheid sagen, wenn Professor Welfen kommt. Danke, das ist sehr freundlich von dir. Aber eigentlich ist das nicht nötig. Ah, sag mal, wie viele Stufen war denn das? Das würde dir nicht so schwer fallen, wenn du ein bisschen an deiner Kondition arbeiten würdest. Ja, ich habe ja auch sonst nichts zu tun. Hier ist übrigens das Gitter. Ah, naja, man hat von hier oben alles gut im Blick. Und ist sicher vor Überraschung. Oh, so ein schönes Tete-a-Tete für eine heimliche Geliebte. Da kennst du eine, die mit dir hier hochkrauchen würde? Ja, doch. Frau Weigand, der Jeep da, steht der schon lange da? Nee, ganz bestimmt nicht. Mit wem war Welfen hier oben verabredet? Friedrich, es ist schon nach 9. Friedrich, du musst aufstehen. In deinem Kalender steht um 10 Uhr ein Termin bei Korte. Sag mal, das ist gestern Abend erledigt. Der Termin heute ist gecancelt. Warum hast du mir das nicht gesagt? Dann hätte ich dich jetzt nicht gestört. Ist Papa schon auf? Muss ihn dringend sprechen. Worüber willst du mit ihm sprechen? Ist er schon auf? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Worüber willst du mit ihm sprechen? Das hasse ich am meisten an unserem Beruf. Das Überbringen der Todesnachrichten. Kommen einfach hierher und sagen mir so ins Gesicht, der Mann ist tot, der wurde ermordet. Bitte? Danke. Am Kiefhäuser? Was hat er da gemacht? Wir hatten gehofft, Sie könnten uns das sagen. Mama, er turnt doch ständig da draußen rum. Die Stoffe sind sein großes Hobby. Was ist passiert? Ist er vom Kiefhäuser gefallen? Ja, von der Plattform. Aber erst nachdem er tot war. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Ihr Vater wurde ermordet. Das ist nicht wahr. Frau Welfen, Sie können verstehen, dass das Ganze sehr schlimm ist für Sie. Aber trotzdem müssen wir Ihnen noch ein paar Fragen stellen. Ob er Feinde hatte? Ob es Rivalitäten gab? Wie unsere Ehe war? Was soll denn das? Das sind doch die Fragen, die Sie immer stellen, oder? Ja, genau. Und? Es gab keine Feinde. Rivalitäten gab es auch nicht, dazu war viel zu überragend und unsere Ehe war gut. Sehr gut. Ist Ihnen in letzter Zeit irgendeine Veränderung an ihm aufgefallen? Nein. Nein? Aber Ihnen, ja? Wir haben nicht viel miteinander geredet. Sie wohnen auch hier im Haus? Ja, warum? Dann sehen Sie Ihren Vater doch täglich. Er hat sich nicht sonderlich für mich interessiert. Das kannst du so nicht sagen. Weil ich sein kann, was nicht sein darf, ja? Es gibt dann noch so eine Frage, die wir immer stellen müssen. Wo waren Sie zur Tatzeit? Beide. Ich war hier. Wann war denn die Tatzeit? Gestern Abend zwischen 22 Uhr und Mitternacht. Ich war hier zu Hause. Und Sie? Ich war nicht hier. Und wo waren Sie? Bei meinem Professor, bei Christian Korte. Christian Korte, ist das der Archäologe? Sie kennen Christian Korte? Ja, sogar persönlich.
Die Frau ist kalt wie Hundeschnauze. Naja, das ist vielleicht eine Art Selbstschutz. Aber der Sohn ist auch nicht ohne Übel. Tja. Ich denke, die sehen wir öfter. Warum hast du mich ständig korrigiert? Wenn man lügt, liebe Mama, sollte man dabei doch so nah wie möglich an der Wahrheit bleiben. Keine Feinde, keine Rivalitäten, dafür war viel zu überragend. Unsere Ehe war gut, sehr gut. Was meinst du, wie schnell die das alles raushaben? Sag mal, wie redest du denn plötzlich mit mir? Aber Frau Dr. Martin. Frau Dr. Martin, kommen Sie, setzen Sie sich. Professor Wölfen stand Ihnen wohl sehr nahe. Wir haben sehr gut zusammengearbeitet. Ohne ihn wäre ich nicht... Um Gottes Willen. Was ist denn passiert? Weißt du das denn nicht, hör? Wer sind Sie denn, wenn ich fragen darf? Rotten. Dr. Rotten. Ich nehme mir das nicht übel. Immerhin trifft sie es härter als jeden anderen von uns. Warum? Sie war seine Lieblingsschülerin. Und wie das mit Lieblingsschülern so ist... Ja, dagegen konnten Sie natürlich nicht einschränken. Nur mit Leistung. Ging es um eine bestimmte Position? Der Prodekan steigt aus. Er geht in den vorgezogenen Ruhestand. Jetzt geht es darum, wer wird Welfens Stellvertreter? Das heißt, es ging darum, solange er noch lebte. Sie? Die designierte Nachfolgerin war Dr. Lisa Martin. Aber Sie haben sich auch beworben? Natürlich. Wie heißt denn der Prodekan? Steinbeck. Professor Markus Steinbeck. Mach mal Feierabend. Kannst du nicht noch das Alibi von Welfen Junior überprüfen? Ja, du kennst doch Professor Korte sogar persönlich. Na, eben drum. Und was machst du? Einen guten Eindruck bei Edith, hoffe ich. Unser Hausding hängt schief. So neu ist das ja nur auch wieder nicht. Ich habe das Gefühl, dass jetzt diesmal tiefer. Ach, Quatsch. Schönes Essen, Blumenfläschchen, Sekt, damit hast du da immer wieder alles hingekriegt. Ich fürchte, das wird nicht reichen. Ja, Friedrich Welfen war bei mir. Von wann bis wann? Er kam gegen 8 und kurz nach Mitternacht habe ich zu ihm gesagt, jetzt wird es aber langsam Zeit, dass du gehst. Und dann ist er auch gleich gegangen. Sie duzen ihn? Ich kenne ihn gewissermaßen seit seiner Geburt. Und die Liebe zur Archäologie, die hat er von mir. Dann kannten Sie wohl auch Professor Welfen gut. Notgedrungen. Wir waren uns nie recht grün. Er war mir zu präpotent und ich war ihm zu verwissenschaftlicht, wie er sich ausdrückte. Hallo Lisa. Wie kommst du in mein Auto? Durch die Tür, die war nicht abgesperrt. Was willst du? Welfen ist tot. Ja, ich weiß. Waren die Bullen bei dir? Ja. Und, haben sie schon eine Spur? Keine Ahnung. Warum interessiert dich das überhaupt? Weißt du, was er am Kiffhäuser gewollt hat? Nein. Und das soll ich dir glauben? Würdest du jetzt bitte aussteigen, Fred? Verdammt, ich muss wissen, ob er den Mann aus Mailand noch gesprochen hat, klar? Er kann es uns nicht mehr sagen. Lisa, treib kein falsches Spiel mit mir. Hm? Ciao. Was hat Welfen wohl dort draußen gesucht? Das, was alle Amateure suchen, vergrabene Schätze. In Kiffhäuser? Na, Sie kennen doch die Legende vom schlafenden Heer des Barbarossa. Und seit dieser Zeit versuchen nun die Hobbyarchäologen, irgendwelche Beweisstücke zu finden, um es auf eine realistische Grundlage zu stellen. Und Welfen war so ein Hobbyarchäologe? Ja, und zwar einer von der schlimmsten Sorte.
Sehen Sie mal, als Kaiser Barbarossa 1162 Mailand plündern und niederbrennen ließ, soll angeblich der gesamte Lombardenschatz in die neu errichtete Kiffhäuserburg verbracht worden sein. Aber halten Sie es für möglich, dass... Möglich. Es ist möglich, dass in dieser Kiffhäuser-Legende irgendein realistischer Kern steckt und dass tief im Berg sich irgendwo Schatzkammern und Waffenkammern befinden. Das hätte man doch längst gefunden und ausgegraben. Das sind alles vage Spekulationen. Überlegen Sie mal, wie lange und wie viele Menschen nach dem legendären Bernsteinzimmer gefahndet haben und wie viel Geld dafür ausgegeben wurde. Gott sei Dank ist er inzwischen nachgebaut worden. Nehmen Sie doch Platz. Danke. Aber müssen da nicht staatliche Stellen darauf achten, dass... Ja, staatliche Stellen. Ja, die haben nicht mal die Mittel, um uns staubdichte Vitrinen zu beschaffen, damit ich meine Sammlungen unterbringen kann. Nein, nein. Diese Domäne bleibt den Dilettanten und Amateuren überlassen. Leider. Und die mögen Sie nicht. Mögen Sie Amateurdetektive? Wissen Sie, Herr Schneider, unser Kreuz sind die Raubgräber. Das ist das zweitälteste und mit Sicherheit das übelste Gewerbe der Welt. Seit Jahrhunderten werden Gräber geplündert und ganze Heerscharen sind auf der Suche nach irgendwelchen Schätzen aus dem Tal der Könige oder nach dem Lombardenschatz. Diese Leute sind eine Pest, aber sie sind nicht auszurotten. Was machst du hier? Muss verrückt gewesen sein. Er war nicht verrückt. Er wusste immer ganz genau, was er tut. Warum war er in den letzten Wochen so von der Rolle? Er hatte sehr viel am Hals. War im Stress. Willst du nicht ins Bett gehen? Gleich. Hast du Beruhigungsmittel genommen? Nein. Ich löse meine Probleme nicht mit Tabletten. Gute Nacht, Mama. Ja, Hanna, Herbert hier. Sag mal, kannst du mir sagen... Ja, ich weiß, wie spät es ist. Kannst du mir sagen, wo Edith ist? Nee. Aus dem Theater ist sie schon vor Stunden weg. Na, hör mal, die geht doch nicht alleine in die Kneipe. Ich bin doch nicht hysterisch, ich mach mir nur Sorgen. Aufgelegt. Das wäre cool.
Alleine geht das einfach nicht. Sehr spät geworden. Ich wollte dich nicht mehr stören und so wollen wir es vorerst auch weiterhalten. E-Punkt. E-Punkt. Da kannst du was Neues. Auf diesem Weg ist er vermutlich bis zum Höhleneinstieg gelangt, aber das kann er unmöglich alleine geschafft haben. Ich hab's ja auch allein geschafft. Zum Eingang wenigstens und noch ein Stück in die Höhle hinein. Was du da beschreibst, klingt ziemlich gefährlich. Du darfst da auf keinen Fall weitermachen, Friedrich. Was hast du da? Das ist ein romanisches Vortragekreuz. Wo hast du das her? Das war das Safe. Noch das Behältnis, in dem das Kreuz lag, aber ich bin mir sicher, dass er noch mehr ausgegraben hat. Wenn das echt ist, würde das bedeuten, dass er den Schatz des Barbarossa gefunden haben könnte. Ist unvorstellbar. Moin. Moin. Oh Gott. Hängt der Haussegen so schief, dass du schon Fastfood essen musst? Ich kann ja mal was ausprobieren. Ausgerechnet du, der kulinarische Herold dieses Hauses. Dann, wenn ich das den Kollegen sage. Wehe, du kratzt das runde Kaffee. Ich soll also nichts sagen. Das kostet aber eine Kleinigkeit. Was? Zweimal Jägerschnitzel mit Pommes und Mayo. Zweimal? Ja, zwei. Plus Getränke. Hä? Eine Backe. Na, machen wir mal Kaffee. Ja, ich wollte ja nur sagen, Frau Welfen hat angerufen, die ist völlig von der Rolle. Das ist ganz bestimmt die richtige Kombination. 57.07.21, das ist mein Geburtsdatum in der umgekehrten Reihenfolge. Dann musst du die Kombination geändert haben. Nein, ich habe gestern Nachmittag noch meinen Schmuck herausgeholt. Wer kennt denn noch die Kombination? Ihr Sohn? Nein. Der hat sich nie dafür interessiert. Vielleicht hat sich das geändert. Wir dürfen jetzt nichts überstürzen. Aber wenn wir davon ausgehen, dass er nicht allein in den Berg eingedrungen ist, dann gibt es noch jemanden, der die Fundstelle kennt. Da kommt ja wohl nur einen in Frage. Da wäre ich mir bei deinem Vater nicht so sicher. Der Schatz der Lombarden. Herausgegeben von Christian Korte. Das alles? Wo ist denn Ihr Schmuck? Ja, der ist jetzt im Schlafzimmer. Den wollte ich eben heute Morgen zurücklegen, da ging der Safe nicht mehr auf. Kennen Sie das? Ja. War der immer leer? Das weiß ich nicht. Ich habe da nie hineingeschaut. Werde ich mal mit Carter reden. Soll ich mitkommen? Nee. Kümmer du dich mal um den Stellvertreter von Welfen, diesen Steinbach. Steinbeck. Wie ist es denn bei dir zu Hause? Frag lieber nicht. Frag dich aber. Was soll ich dir sagen? Für Edith scheine ich nur noch so eine Art Störfaktor zu sein. Professor Steinbeck? Nicht so laut! Wir erschrecken ja die Fische. Ja,
Schneider, Kripo, Halle. Ach du liebe Zeit, auch das noch. Hey, oh, bin mir Glück. Mensch, holen Sie mal den Kescher. Hier. Ah. Ja. Oh. 4 Kilo, würde ich sagen. Ja, ne? Ja, der ist ja toll. Rein. Grüß dich, Chris. Mensch, schmücke, du alte Krücke. Ich habe mich gestern schon gewundert, warum du deinen Assistenten vorbeischickst. Das war nicht mein Assistent, um Gottes Willen. Das war mein Kollege. Ja, wir haben bei der Polizei nicht solche Hierarchie wie hier an der Uni. Ja, verstehe. Ja, nur leg doch mal deinen Neandertaler weg und geh mit mir ein schönes Glas Rotwein trinken. Aber entschuldige, das ist kein Neandertaler, das ist ein älterer Sachse aus vorchristlicher Zeit. Und ein kühles Bier wäre mir lieber. Hm. Du hast dich nicht verändert, alter Besserwisser. Hm. Wollen wir? Ja. Sie wundern sich vielleicht, warum ich hier so in aller Ruhe angle, obwohl mein bisheriger Chef auf so abrupte Weise das Zeitliche gesegnet hat. Das ist für mich die ideale Art, abzuschalten. Danke. Bitte. Oder sich zu verstecken. Falls Sie mich verdächtigen sollten, für mich bringt das plötzliche Ableben meines Kollegen nur Nachteile. Wie das denn? Der Rektor der Uni hat mich heute Morgen zwangsverpflichtet, noch ein Jahr dran zu hängen. Dabei war ich schon so gut wie weg. Sehen Sie ja. Ja. Da freut man sich auf einen gesegneten Ruhestand und dann lässt sich der Kollege Welfen einfach ermorden. Naja, schwierig war er schon immer. Ich war damals gerade Assistent geworden bei dem alten Dornbusch, als Welfen mit dem Studium angefangen hat. Wir haben uns in der Zeit auch ein bisschen angefreundet. Aber wie das denn? Welfen war doch Mediziner. Ja, natürlich, aber er hat sich immer bei uns Archäologen rumgetrieben. So als Jäger des verlorenen Schatzes, schon damals. Er war immer auf Abenteuer aus, auch bei den Frauen. Ich habe immer zu ihm gesagt, niemals ein Verhältnis am Arbeitsplatz. Und wenn du eine Geliebte hast, am besten nicht in derselben Stadt. Aber er war unbelehrbar. Frau Dr. Martin auch? Ja, sonst nicht. Aber in diesem Fall. Die hat sich so schrecklich in ihn verliebt. Davon kannst du als Mann nur träumen. Und zwar bis in mein hohes Alter. So? Also ich träume von ganz anderen Sachen. Na, wovon denn? Von diesem wunderbaren Hühnerbein, ja. Na, nehmen Sie das wunderbare Hühnerbein. Danke. Noch mehr da. Und lassen Sie das Bier nicht schal werden. Ich darf ja nicht. Ach, das ist aber schade. Ich will dir das hier mal zeigen. Um Gottes Willen. Warte hier. Ups. Das ist ein Reliquar, würde man sagen, aus der Zeit Friedrich Barbarossas. Vermutlich wurde es für ein lombardisches Kreuz hergestellt. Dem Augenschein nach ist es echt. Du verscheißest mich jetzt nicht. Wo hast du das her? Eins nach dem anderen. Kannst du mir noch mehr darüber erzählen? Es lässt sich genau datieren, es lässt sich stilistisch zuordnen. Aber wenn ich nicht weiß, wo es gefunden wurde, kann ich keine gültige wissenschaftliche Aussage darüber machen. Also, wo wurde es gefunden? Tja, das wissen wir nicht. Wir können nur vermuten, von wem. Okay, Michele, hör mir zu. Er war da oben und hat auf dich gewartet. Wo warst du? Was? Ich soll ihn umgebracht haben? Sag mal, spinnst du? Für mich lief das Ganze doch prima mit ihm. Pass auf, Michele, mach, was du willst. Ab jetzt läuft die Sache über mich. Claro? Ciao. Mein alter Freund Korte war hin und weg, als er den Kasten hier gesehen hat. Wie war's denn bei Steinbeck? Welfen hatte ein Verhältnis mit Lisa Martin. Ah, ja. Die war völlig fanat in dem. Aber Welfen hat das wahrscheinlich nicht ganz so ernst genommen. Aber Steinbeck wäre gern an Welfens Stelle gewesen. Ah, Doktor, gibt's was Neues? Hallo. Hallo. Ich habe ja schon am Tatort gesagt, eine ganz banale Sache. Das Opfer wurde von vorne und aus nächster Nähe niedergeschlagen. Das führte zu einer Schädelfraktur. Linke Stirnseite. War er gleich tot? Nein, tödlich war erst der Sturz in die Tiefe. Könnte das auch eine Frau gewesen sein? Die Tötungsart ist zwar untypisch für Frauen, der Kraftaufwand ist sehr hoch. Aber es gibt ja heutzutage Frauen, die Kampfsportarten und Kraftsport betreiben. Macht die Sache auch nicht einfacher.
Margarete. Komm rein. Konrad war oft so unvorsichtig. Wie meinst du das? Ich glaube, er hat sich mit den falschen Leuten abgegeben. Du redest von dieser jungen Frau? Nein, nein. Ach, das weißt du also. Ja. Aber das hast du offenbar nicht gemeint. Warum haben ihm seine Erfolge in der Medizin nicht genügt? Die Archäologie war nun mal seine große Leidenschaft. Trotzdem. Es wäre nicht nötig gewesen, derart in meinen Bereich zu wildern. Du hast ihn nie gemocht. Wie denn auch? Er hat mir alles weggenommen, was mir wichtig war. War nicht seine Schuld. Ich rede nicht von Schuld. Es war nur schade. Unendlich schade. Und zum Dessert mache ich Pruneau au vin rouge. Was machst du? Backpflaumen rotfrei. Backpflaumen? Ja, und dich lade ich dazu ein. Als Eisbrecher, ja? Man kann auch nicht schaden. Der sich dann zur rechten Zeit taktvoll zurückzieht. So in etwa. Jetzt kümmere ich mich auch noch um deinen privaten Scheiß. Da bist du mein Freund oder nicht? Die Tüten sind wirklich schwer. Ja. Edith, Liebes, bin ein bisschen früher. Koch dir was Schönes zu essen. Ja. Nicht da. Umso besser. Sie wird noch in der Oper sein. Komm. Ja, geh vor. Komm. Komm, geh vor. Was willst du schon wieder? Ich will dir ein Angebot machen. Vergiss es. Ich habe jetzt direkten Kontakt zu den Mailändern. Dein toller Konrad hat die ja regelrecht angefüttert. Er hat ihnen die besonders schönen Stücke verkauft und nun sind sie total heiß. Und du meinst, ich kann dir helfen, den Schatz zu finden? Ja. Wer denn sonst, wenn nicht du? Selbst wenn ich wollte, ich könnte nicht. Ich weiß einfach zu wenig. Ach komm, lüg mich nicht an. Glaub doch, was du willst. Hey. Lisa, du brauchst mich. Und je eher du das kapierst, umso besser. Ich habe die Kontakte, du kennst den Fundort und wenn wir uns zusammentun und ich meine das nicht nur geschäftlich. Ja? Wenn du das willst, Fred, dann musst du es aber anders anfangen. Auf Druck reagiere ich stinksauer und das meine ich auch nicht nur geschäftlich. Ich weiß. Überleg's dir. Du weißt ja, wo ich zu finden bin. Ciao, Bella. Friedrich? Ja, Mama? Wo warst du letzte Nacht und den ganzen Tag über? Ich wollte mir Klarheit verschaffen. Worüber? Darüber, wer mein Vater wirklich war. Und wo wolltest du das herausfinden? Im Kiffhäuser. Ich bin danach zu Christian Korte. Er nennt Vater einen entfreundeten Freund. Ich kann ihn sehr gut verstehen. Warum? Christian hasst alle, die sich einen Spaß aus unserer Wissenschaft machen. Hobbyarchäologen. Ich hasse sie auch. Friedrich? Hast du deinen Vater gehasst? Noch nicht mal die Mailbox. Wo ist die Frau? Dieser Wölfen hat zwei Leben gelebt. Familie, Gesellschaft, Dekan der Medizinischen auf der einen Seite und Geliebter und Hobbyarchäologe auf der anderen. Und welches hat ihn umgebracht? Keine Ahnung. Keine Ahnung, ist doch keine Antwort für einen professionellen Ermittler, Herbert. Und wenn du Wölfen wirklich so einen richtigen Schatz gefunden hat? Schatz? Na gut, nehmen wir mal an. Was hat er damit gemacht? Hat dann versilbert und wollte mit seiner jungen Geliebten durchbrennen? Geld hat er genug. Brauchst du nur die Villa anzusehen. Na, da ist noch die Frage, ob die Hütte ihm gehört oder ihr. Ach, du meinst? Na, wie diese Frau Wölfen auftritt,
Holla. Entschuldige, aber ich kann nicht mehr warten. Ich mache mir jetzt die Büchse Ravioli warm. Mensch, Herbert. Ravioli aus der Büchse, das ist wie wenn du in ein Klavierkonzert von Mozart gehen willst, mit Barenboim und landest auf einer Wumms-Veranstaltung mit Dieter Bohl. So schlecht ist der auch nicht. Nächste Woche ist er im Kulturpalast Bitterfeld. Soll ich für uns... Herbert. Und dann? Dann ist Edith in ihrem Arbeitszimmer verschwunden. Mit mir hat sie nicht mehr geredet, kein Wort. Nur heute Morgen zum Frühstück, da sagte sie, heute Nachmittag um 3 stelle ich dem Intendanten mein neues Regiekonzept vor und ich möchte unbedingt, dass du dabei bist. So, dann auf und geht, das war's. Also sieh mal zu, dass du das wirklich packst. Wieso? Das ist vielleicht deine letzte Chance. Guck mal. Hm. Der junge Welfen passt doch viel besser zu Martin als sein seelenloser Vater. Wo die Liebe hinfällt, bleibt sie liegen. Auch die beiden scheinen sie jedenfalls nicht gefallen zu sein. Hm. So, na dann teilen wir uns. Wir haben nur ein Auto. Ja, das nehme ich. Wieso? Ja, der Junge geht eh zu Fuß. Woher willst du denn das wissen? Das wirst du sehen. Auf bloß keinen Schritt zu viel. Indiana Jones Kaminski. Na, kleiner ging's wohl nicht. Hallo Friedrich. Wie geht's? Naja, mal, observiert uns dieser Polizist etwa? Sagen Sie mir, was soll denn das? Ich habe noch ein paar Fragen. An mich? Nein, an den jungen Mann. Ich würde gern wissen, was Sie vorhin mit Frau Martin besprochen haben. Es war absolut privat. Ihr Vater ist ermordet worden. Lisa Martin war seine Geliebte. Da gibt's nichts Privates mehr, Herr Welfen. Entschuldigen Sie, Herr... Schneider. Schneider. Friedrich hat seinen Vater verloren. Er hat ein Anrecht auf den Schutz seiner Privatsphäre. Ihr Vater hat sie nicht besonders gemocht. Also? Und auch Sie hatten keine besonders gute Beziehung zu Ihrem Vater. Worauf waren Sie hinaus? Sie waren zur Tatzeit bei Herrn Professor Korte hier im Institut. Ja. Und wenn Sie nun jemand gesehen hat, wie Sie schon vor 22 Uhr das Haus hier verlassen haben? Er hat Zigaretten gekauft. Es muss gegen 10 gewesen sein. 5 Minuten später war er wieder in meinem Büro. Sie rauchen? Ich rauche. Entschuldigen Sie, Herr Schneider, heißt es, dass Sie Friedrich verdächtigen? Im Augenblick verdächtigen wir gar niemand. Aber das muss ja nicht so bleiben. Ja, gut. Drüben weiter rechts. Da ist eine Schuppe. Seitgriff und... Ja, gut. Ah, so geht das. Häng dich rein, komm. Ich hab dich. Thank you.
Super, wirklich klasse. Rekordverdächtig. Und, hast du es dir schon überlegt? Wenn ich dir helfen könnte, würde ich es ja tun. Ach Lisa, du kannst mir schon helfen, verlass dich drauf. Du warst doch immer dabei, wenn ihr in die Höhlen eingestiegen seid. Hat mir Konrad selber erzählt. Stimmt so nicht. Ach Lisa, lüg mich doch nicht schon wieder an. Mensch, die Mailänder sitzen mir im Nacken. Herr Kommissar, wie kommen Sie hierher? Ganz einfach. Ich bin Ihnen nachgefahren. Mir? Ja. Tag. Schmücke, mein Name. Kriminalpolizei Halle. Tag, Kaminski. Ah ja, Indiana Jones. Sie sind der Chef hier, nicht? Ja. Sie machen doch auch diese Abenteuerreisen ins Tal der Könige, nicht? Genau. Kennen Sie einen Konrad Felfen? Ja, allerdings nur sehr flüchtig. Frau Martin, ich würde mich gerne mit Ihnen allein unterhalten. Haben Sie im Moment Zeit? Wo waren Sie denn vorgestern Abend, so ab 21 Uhr? Sie meinen, als Professor Welfen ums Leben kam? Als er ermordet wurde, ja. Im Institut. Mein Kollege Dr. Rotten kann das bestätigen. Wir hatten eine kleine Auseinandersetzung. Und worum ging es da, wenn ich fragen darf? Um meine Beziehung zu Konrad. Professor Welfen. Es muss für Sie ja nicht leicht gewesen sein. Ich meine, Ihre nahe Beziehung zu ihm und dann schlägt er Sie auch noch als seine Stellvertreterin vor. Konrad hat mich nicht für die Nachfolge Steinbecks vorgeschlagen. Ach nee. Es war Professor Steinbeck selbst, er wollte, dass ich seine Nachfolgerin werde. Aber Welfen hatte doch bestimmt nichts dagegen. Doch. Doch? Wie das denn? Er wollte, dass ich den Job aufgebe. Aha. Und nur noch seine Geliebte sind. Er hätte seine Professur auch aufgegeben. Nicht gleich, aber sobald. Sobald? Sobald die Konstellation dafür günstig gewesen wäre. Welche Konstellation? Trotzdem, ich hielt es für falsch, meine Bewerbung zurückzuziehen. Ich dachte, man könnte das trennen. Liebe und Karriere. Ja. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass das nicht funktioniert. Ja, das glaube ich jetzt auch nicht mehr. Geliebt ist das eines sowas von beschissen. Wie man es macht. Ist verkehrt, ja, ja. Wie man denkt, wie man fühlt, alles ist irgendwie falsch. Gleich werden Sie fragen, warum haben Sie sich dann drauf eingelassen? Ja, warum haben Sie sich drauf eingelassen? Weil ich mich zu diesem Mann so unglaublich hingezogen gefühlt habe. Manchmal habe ich gedacht, ich lebe nur in den Momenten, in denen wir zusammen sind. Sie können das natürlich nicht verstehen. Meinen Sie? Wann steigen wir in den Kiffhäuser ein? Langsam, Friedrich. Langsam. Was, wenn uns jemand zuvorkommt? Wie soll uns denn zuvorkommen? Lisa Martin zum Beispiel. Versucht herauszufinden, wie viel sie weiß. Dieser Schneider muss uns dabei beobachtet haben. Und was weiß Lisa Martin? Sie sagt, sie wisse nicht, was Vater dort unten wirklich gesucht hat. Die lügt. Du solltest Psychologie studieren. Nee, bin genauso ein beknackter Archäologe wie du. Was will der denn von dem Kommissar? Sie sollten Frau Dr. Martin überwachen lassen. Sie steht unter dem unheilvollen Einfluss eines gewissen Fred Kaminski. Und der war schon der böse Geist von Professor Welfen. Fred Kaminski. Wo finde ich den? Dieser Rotten ist wirklich ein Intrigant. Den ignoriert man am besten. Also pass auf, wir lassen eine Woche verstreichen und in der Nacht vom Sonntag auf Montag machen wir den Einstieg. Ja? Was hat denn Herr Professor Welfen mit den Dingen gemacht, die er im Kyffhäuser gefunden hat? Was reden Sie denn da? Wir haben bei ihm ein Objekt sichergestellt, das mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit aus dem Kyffhäuser stammt. Was? Ja. Das wüsste ich doch. Das hätte er doch nicht von mir geheim gehalten. Aha. Sie haben ihn doch bestimmt öfter bei seinen Ausgrabungstouren begleitet, nicht? Ja, sicher.
Das war ja unser gemeinsames Hobby. Wie kann ich mir das vorstellen? Also, Sie wandern da zur Höhle, er steigt hinab. Und immer wenn er wieder auftaucht, also Sie sichern ihn von oben. Und wenn er auftaucht, sagt er, nichts, ich habe nichts gefunden, da war nichts. Ist das richtig so? Genau. Frau Marten, für uns besteht kein Zweifel. Professor Welfen ist im Kyffhäuser fündig geworden. Lisa! Was? Also noch Zeit? Wollen wir ein bisschen in die Nordwand. Wenn du Lust hast, kannst du ja mitkommen. Ach. Gehen Sie ruhig. Das war's von mir aus. Erst einmal. Na gut. Hallo, Frau Welfen. Herr Dr. Rotten. Es liegt mir sehr daran, Ihnen mein tief empfundenes Beileid auszudrücken. Da bist du ja endlich. Hat aber gedauert. Warum bestellst du mich hierher? Durch die Zuckelei über die Dörfer, da habe ich fast 2 Stunden gebraucht. Na, meinst du, ich bin geflogen? Ja, aber du warst schon auf dem halben Weg. Wir stehen hier wohl falsch. Ist ja auch egal, was gibt's denn? Also, es geht erstens um Lisa Marten und einen gewissen Kaminski. Fred Kaminski? Ja, wieso? Kennst du den? Nicht direkt, aber dieser Dr. Rotten hat ihn ganz schön angeschwärzt bei mir. Ach nee, was du nicht sagst. Ja. So, und zweitens gehen wir jetzt in die Barbarossa-Höhle. Was, in die Höhle? Ja. Man muss auch mal was für seine Bildung tun, verstehst du? Ich war richtig erstaunt, wie wenig ich über Kaiser Friedrich I. und die Staufer weiß. Ach, übrigens habe ich Friedrich Welfen vorgehalten, dass er gegen 10 Uhr am Sonntagabend bei Professor Korte weggegangen sei. War er das? Ich habe nur geblufft. Die beiden geben sich gegenseitig ein Alibi. Es ist wirklich schade, dass Ihr Mann mich abgelehnt hat. Ich hätte ihm sonst den Rücken frei halten können. Bei all seinen anderen Aktivitäten. Ja. Das wäre ihm sicher recht gewesen. Er hat ja den Job ein bisschen vernachlässigt in letzter Zeit. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wahrscheinlich können Sie sich so manches nicht vorstellen. Bitte? Naja, seine Abenteuertouren zum Beispiel. Ich meine ja jetzt mal nur seine archäologischen Abenteuer. Aber ich denke natürlich auch an all die anderen. Sie wissen, worauf ich anspiele. Nein, Herr Dr. Rotten. Ich weiß überhaupt nicht, was Sie von mir wollen. Sie werden hochgeachtet im Universitätsbetrieb. Schon Ihr Vater war eine herausragende Figur im akademischen Leben unserer Stadt. Der Rektor ist einer Ihrer engsten Freunde. Ich weiß überhaupt nicht, was Sie das angeht. Ich brauche Fürsprecher. Die Situation ist neu und die bisherige Aspirantin für die Position. Naja. Ich danke Ihnen für Ihren Besuch, Herr Dr. Rotten. Auch wenn es dabei offenbar nicht um Ihre Anteilnahme ging. Ich bitte Sie. Nein, ich bitte Sie. Ich bitte Sie, gehen Sie jetzt. Es gibt sehr viel zu tun, wenn man einen Trauerfall in der Familie hat. Danke, Herr Dr. Rotten. Sie sind genauso wie er. Genauso hochmütig. Und bei Ihnen ist es auch nicht anders als bei ihm. Alles Fassade. Fassade! Masken! Wie leicht kann man euch diese Masken vom Gesicht reißen? Wie leicht. Barbarossa-Höhle ist zwar die größte Höhle unter den Kyffhäusern, aber nur ein Teil des Höhlensystems, das noch lange nicht erforscht ist. Es gibt noch genügend Gänge, Schluchten, ehemalige Wasserläufe, Einbrüche. Es werden also immer wieder neue Höhlen entdeckt. Ja, die Barbarossa-Höhle selbst ist erst im Dezember 1865 entdeckt worden. Damals haben Bergleute auf der Suche nach Kupferschiefer einen Stollen in den Berg unterhalb der Falkenburg getrieben.
und stießen hier auf diese wunderbare Höhle. Sagen Sie, Herr Schulz, Sie kennen sich doch sicher aus hier in der Gegend. Ja, wie in meiner Westentasche. Wo üben denn diese Hobbykletterer? Nun ja, an der Nordseite gibt es eine Wand, wo man klettern kann. Ist das weit von hier? Eine Viertelstunde bis 20 Minuten. Aber dann müssen Sie steigen. Ja, das macht nichts. Können Sie uns das draußen zeigen? Natürlich. Von wo ist er eigentlich immer eingestiegen? Wer? Konrad und du. Hier muss es doch einen zweiten Eingang in das Höhlensystem geben. Warum willst du das eigentlich wissen? Hey, Vorsicht! Sowas kann leicht schiefgehen. Ach, ist da ein schönes Gefühl, dass man sich endlich wieder mal richtig körperlich austoben kann, wa? Aua! Ich spüre richtig, wie mir der Schweiß zwischen den Schulterblättern runterrinnt. Herrlich, einfach herrlich. Das sagst ausgerechnet du. Für dich ist doch die Treppe zum ersten Stock schon wieder Aufstieg zum Nanga Parbat. Ah ja, Nanga Parbat, das ist der deutsche Schicksalsberg, wo wir 1953 von Hermann Buhl unter der Leitung von Herlikofer bezwungen. 8.125 Meter. Trotz bloß nicht so mit deiner Bildung. Das weißt du doch auch nur vom Abrisskalender. Abreißkalender, Herbert. Und mit Bildung hat das nichts zu tun. Beim nächsten Mal ziehen wir uns auch was anderes an. Ach Gott, nee. Da sind sie ja. Mein Gott, die klettert ja wie ein Eichhörnchen. Und wer ist der Mann? Das ist Indiana Jones. Hä? Ist der Spitzname von Kaminski. Ach, das ist Kaminski. Ja. Also ganz koscher ist er auch nicht. Du schaffst es schon. Gut. Das ist da, lebensgefährlich. Ja. Ah, jetzt müssen wir überlegen, was? Tief fallen lassen. Also für mich sah das aus wie Absicht. Puh. Schon gut, wenn man einen verlässlichen Partner hat. Das musst du doch zugeben. Wir sind mindestens genauso gutes Team wie Konrad und du. Konrad war das was ganz anderes. Ja, klar, verstehe. Das kannst du gar nicht verstehen. Wusstest du eigentlich, dass ich den Kontakt zu den Mailändern hergestellt habe? Was? Ja, klar, Konrad hat mich gut dafür bezahlt. Für ihn war das wahrscheinlich nur eine kleine Investition fürs ganz große Geschäft, damit er seiner geizigen Alten endlich mal Paroli bieten kann. Ich mag das nicht, wenn du so über Frau Welfen redest. Ach komm, tu doch nicht so scheinheilig. Weißt du, was Konrad noch neulich zu mir gesagt hat? Ja, was denn? Sagten Sie nicht, Sie kannten Professor Welfen nur flüchtig, Herr Kaminski? Gott, wo kommen Sie denn her? Von unten. Sie wären ja beinahe abgestürzt. Uns ist förmlich das Herz stehen geblieben. Ja, mir auch. So? Dafür haben Sie allerdings ganz schön verzögert reagiert. Ach ja? Ja. So leicht kommen Sie uns nicht davon, Herr Kaminski. Auch Herbert, Edith wartet. Ja? Und der Opa. Ach ja. Danke, schaffe ich dicke. Sag mal, was wollen Sie eigentlich von mir? Zum Beispiel interessieren uns Ihre Kontakte nach Mailand, die Sie angeleiert haben. Ja, was ist das? Eine Vorladung aufs Präsidium morgen Vormittag 10 Uhr. Das passt Ihnen doch. Nur wenn es zur Wahrheitsfindung dient, kommst du?
Ich fahre mit Herrn Schneider. Was? Können Sie mich zu meinem Auto bringen? Mach ich gern. Sag mal. Moment mal. Das ist Kaminskis Schieb? Ja, warum? Wegen einer halben Stunde. Na dann nämlich. Tag, Frau Wölfen. Guten Tag. Die Rosen sind ja wunderschön. Die hat mein Mann gepflanzt und dann hat er sich nicht mehr darum gekümmert. Aha. Er war wohl eher auf schnelle Erfolge aus. Ist was Neues bei Ihren Ermittlungen? Nein. Wir kommen nur langsam voran. Das ist wie bei den Rosen. Man braucht eben etwas Geduld. Ich habe eine vielleicht indiskrete Frage, sagen Sie. Das Grundstück, das Haus, gehört das eigentlich Ihnen oder Ihrem Mann? Das gehört mir. Als ich meinen Mann kennenlernte, war ein armer Student, der sich sein Studium mit Kennern verdiente. Wollen Sie was trinken? Ach ja, ganz gerne. Glas Wasser oder einen Tee. Was haben Sie? Ich? Ja, Sie sind irgendwie bedrückt. Oh, nö. Doch, letztes Mal waren Sie nicht so traurig. Sie haben aber eine gute Beobachtungsgabe. Ja, das habe ich. Sie wussten, dass Ihr Mann eine geliebt hat? Ja, das wusste ich. Was ich zu spät bemerkt habe, war, wie ernst es ihm diesmal war. Wollte er sich trennen? Ja, er war fest dazu entschlossen. Hm. Wissen Sie, was das in meinen Kreisen bedeutet? Mein Mann war ja inzwischen ebenso angesehen, wie meine Familie es immer war, schon zu DDR-Zeiten. Entschuldigung, ich stamme aus einer ganz anderen Schicht. Da, wo ich herkomme, trennt man sich nicht. Wir hatten natürlich Krisen, wie in jeder Ehe, aber wir hatten auch vieles gemeinsam. Ja, Ihren Sohn zum Beispiel. Wir gingen ins Theater, in Konzerte. Wir hatten wunderbare Gespräche über Literatur, das habe ich immer sehr genossen. Ja, das kann ich nachvollziehen. Wir hatten viele gemeinsame Freunde. Gehörte Professor Korte auch dazu? Wieso kommen Sie gerade auf ihn? Na, Ihr Mann und er kannten sich doch gut. Ja, sie waren mal befreundet. Und Sie? Waren Sie auch mit Christian Korte befreundet? Warum fragen Sie mich das? Hat Christian Korte etwas mit dem Mord zu tun? Ich weiß es nicht. Herr Kaminski, Ihnen scheint nicht klar zu sein, was so eine polizeiliche Vorladung bedeutet. Wenn Sie nicht freiwillig kommen, lassen wir Sie abholen und hier vorführen. Moin. Moin. Au. Oh. Zu Hause wohl kein Silberstreif am Horizont? Nein. Von wem ist eigentlich der Spruch? Erst fühlt man sich im siebten Himmel und dann fällst du aus allen Wolken. Keine Ahnung, aber im Zweifelsfall immer von Goethe. Ich kenne nur den. Eine Beziehung ist mehr als vier nackte Beine im Bett. Das ist ja nur zum Totlachen, Frau Weigand. Wirklich zum Totlachen. Ich wollte ja auch nur sagen, dass Christian Korte und Frau Welfen auch mein Liebespaar waren. Was? Ja. Woher wollen Sie denn das wissen? Von Professor Dr. Kneifel, Adrian Kneifel. Ist ein Historiker hier an der Uni. Ich habe mir mal die Todesannonce angeguckt. Und da hat er für eine Burschenschaft unterzeichnet, in der auch Welfen waren. Ja, und da bin ich einfach hingegangen und habe ihn gefragt. Wie, was denn, auf eigene Faust? Ach, nun mecker doch nicht rum. Haben Sie gut gemacht, Frau Weigand. Jedenfalls, im September 1978 haben sich die beiden getrennt. Zwei Monate später hat sie Welfen geheiratet, den sie übrigens als Freund von Korte kennengelernt hatte. Ja, und im Juni 1979 ist dann Friedrich auf die Welt gekommen. Und wenn du Korte der Vater von dem Friedrich ist? Ich weiß nicht. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Und du sagst doch immer, man muss bei Ermittlungen das Undenkbare denken. Ja, da habe ich auch völlig recht. So undenkbar wäre das auch nicht. Was ist das bloß für ein Fall?
spielen nur persönliche Motive die Hauptrolle oder diese Ausgrabungsgeschichte? Was ist denn mit dem Kaminski? Will nicht kommen. Na, lass ihn vorführen. Das habe ich ihm schon angedroht. Herr Kaminski. Wenn man vom Teufel spricht. Moin. Sie sind schon hier? Von wo haben Sie angerufen? Ja, ich habe vom Hofhaus angerufen. Wollte sehen, ob ich um die Sache nicht drum rumkomme. Bitte, nehmen Sie Platz. Wenn ich mich recht entsinne, haben Sie gesagt, Sie hätten die Kontakte zu den Mailändern angeleiert. Worum ging es denn da? Um alpine Fragen, Bergsteigerei. Und Professor Wölfen hätte Sie dafür gut bezahlt. Herrgott, ich habe dem Wölfen Kletterunterricht gegeben. Da waren wir auch mal in Dolomiten. Ich habe gute Kontakte zu den Südtiroler Bergkameraden. Und einige von denen wohnen nun mal zufällig in Mailand. Aber für Wölfen war das eine Investition in ein ganz großes Geschäft, wie Sie sich ausgedrückt haben. Ja, er hat da immer mal was angedeutet. Was er genau gemeint hat, weiß ich nicht. Also, ich glaube Ihnen kein Wort. Also nehmen wir an, Wölfen hat etwas sehr Wertvolles gefunden, aber davon träumt doch jeder, oder? Ach, wissen Sie, Herr Kommissar, ich lebe davon, dass die Leute so ein Zeug träumen. Ich selber bin Realist. Also Wölfen hat was gefunden. Sie haben für ihn die Kontakte nach Mailand hergestellt und dann haben Sie ihn umgebracht und die Sachen selber verkauft. Das ist lächerlich. Wo waren Sie am Sonntagabend zwischen 21 Uhr und 0 Uhr? In meinem Büro. Ich habe das Kassenbuch für Juli gemacht. Zeugen? Nee. Sagen Sie mal, was wollten Sie denn am Montag früh auf dem Parkplatz am Kyffhäuser? Nicht. Ich habe Ihnen eine Weile bei der Arbeit zugeguckt. Aber auf Dauer ist ja auch ganz schön langweilig, ne? Ja, aber das ist keine Antwort auf meine Frage. Aber da kommen doch ein paar Ungereimtheiten zusammen. Nicht wahr, Herr Kaminski? Aber nicht genug, um mir den Mord an Wölfen unterzuschieben. War's das jetzt? Dann kann ich ja gehen, oder wollen Sie mich noch aufhalten? Aufhalten nicht. Aber festnehmen vielleicht. Jetzt gleich oder wenn Sie Beweise haben? Natürlich nur, wenn wir Beweise haben. Aber ich denke, das wird sich morgen sowieso regeln. Wir wollen so gegen 19 Uhr mit ein paar Spezialisten vom Landeskriminalamt in die Höhle, die Wölfen gefunden hat. Also, schönen Tag noch. Bringen Sie Herrn Kaminski raus. Was denn für Spezialisten und was für eine Höhle? Das erzählen wir jetzt überall. Wir müssen noch ein bisschen Bewegung in die Sache bringen. Wir wissen dann ja gar nicht, wo der Fundort ist. Ich denke, irgendjemand wird uns schon hinführen. Du rauchst wieder? Ja, der Stress. Schlechtes Vorbild, das Medizin. Lisa, Steinbeck kommt für ein Jahr zurück. Ja, ich weiß. Wenn wir jetzt an einem Strang ziehen, du und ich, wenn wir strategisch und taktisch richtig vorgehen, da könnten wir beide von der Situation profitieren. Ich habe andere Pläne. Ach ja. Guten Morgen, liebe Sorgen. Seid ihr auch schon alle da? Moin. Morgen. Tut mir leid, wenn ich störe. Haben Sie schon gefrühstückt? Nee. Heiß. Ah. So, ja. Also, ich will Ihnen die Frage beantworten. Wunderbar. Aber es wäre mir lieb, wenn Sie es nicht an die große Glocke hängen. Nee. Gut. Also, Lisa Martin ist gut. Aber Rotten ist nicht schlechter. Aber der Gedanke, dass ich wochenlang mit ihm eng zusammenarbeiten müsste, um ihm alles zu übergeben... Ich verstehe. Bei Lisa Martin wäre Ihnen das leichter gefallen. Na ja, viel leichter. Ich hätte mich gefreut. Sie sind auch ein bisschen verliebt in sie, stimmt's? Na ja, ich weiß, dass das absoluter Schwachsinn ist. Ich wäre ihr auch sicher niemals zu nahe getreten, aber ich hätte sie doch sehr gerne ein paar Wochen ganz in meiner Nähe gehabt. Das muss ich allerdings zugeben. Und auch nur deshalb habe ich sie vorgeschlagen. Trauen Sie Dr. Rotten zu, dass er Konrad Wölfen umgebracht hat? Sein Hass und seine Wut hätten dazu ausgereicht. Aber er ist zu intelligent, glaube ich, um das dann auch wirklich zu tun. Selbst im allergrößten Zorn kann der Mann sich noch seines Hirns bedienen. Wenn er ganz sicher gewesen wäre, dass man ihm niemals draufkommen würde?
Naja. Vielleicht. Mhm. Guten Morgen, Herr Wölfen. Guten Morgen, Herr Kommissar. Ich muss leider weg. Sagen Sie, haben Sie eigentlich nie mit Ihrem Vater zusammen an irgendwelchen archäologischen Projekten gearbeitet? Nein, wie denn auch? Was er getrieben hat, war wissenschaftlich absolut inakzeptabel. Leute wie er sind Feinde der Archäologie. Das sagte Christian auch. Sie kennen Professor Korte so gut, dass Sie ihn beim Vornamen nennen? Wir haben zusammen Abitur gemacht. Ja, schön. Also, wenn Sie mich dann nicht mehr brauchen. Nee. Vielleicht in ein paar Tagen. Wir wollen nämlich heute Abend so gegen 19 Uhr mit ein paar Kollegen vom Landeskriminalamt und vom Landesdenkmalschutz in die Höhle, in die Ihr Vater gestiegen ist. Sie ja? Sie wissen, wo die Höhle ist? Na, ich will doch hoffen, dass unsere Informationen verlässlich sind. Ja. Dann bis irgendwann mal. Ja. Wenn ich sie doch sag, heute Abend gegen 7 Uhr. Ich habe keine Ahnung, woher die das wissen. Dankeschön. Nehmen Sie Platz. Frau Welfen, wir gehen davon aus, dass Ihr Mann im Kyffhäuser auf Teile des sogenannten Lombardenschatzes gestoßen ist. Und offenbar hat er schon irgendetwas davon verkauft oder versucht es zu verkaufen. An wen? Wir konnten ermitteln, dass es in Mailand einen sehr reichen Sammler gibt, der ganz verrückt ist nach solchen Objekten. Unsere italienischen Kollegen haben versucht, an den Mann heranzukommen. Aber das ist völlig unmöglich. Der hat enorme Verbindungen. Naja, Italien eben. Es gab am Nachmittag einen Anruf aus Mailand. Heute Nachmittag? Nein, am Sonntag. Am Tag von Konrads Tod. Aha. Und wissen Sie, wer es war? Nein. Aber der Anruf war für Konrad offenbar sehr wichtig. Er war sehr wütend, weil ich ihm nicht gleich davon erzählt habe. Haben Sie mit noch jemandem darüber gesprochen? Ich habe mit Christian Korte telefoniert. Und ihm von dem Anruf erzählt? Ja. Aha. Frau Welfen, wir nehmen an, dass die Täterin oder der Täter, der ihren Mann ermordet hat, versuchen wird, in diese Höhle einzusteigen. Ich habe vorhin ein bisschen geblufft. Den genauen Ort kennen wir leider nicht. Vielleicht können Sie uns da helfen? Ich habe da so einen Plan gefunden. Kommen Sie mit. Sie standen Christian Korte mal sehr nah. Ja. Das hat Friedrich mal fotokopiert. Und wann war das? Frau Welfen, wann war das? Am Tag nach Konrads Tod. Herein. Hallo, Herbert. Na, sag mal, wird es jetzt zur Gewohnheit? Na, ich hoffe doch nicht. Darf ich trotzdem? Ja, bitte. Setz dich, ich bin gleich bei dir. Sag mal, Chris, du warst doch in der gleichen studentischen Verbindung wie Welfen, nicht? Ja, die haben wir kurz nach der Wende wiederbelebt. Gab's da nicht auch einen Kneifel, Alfons Alvin? Oder? Adrian Kneifel, ja. Kennst du den? Ja, ich habe mal getroffen auf einem Empfang. Ein ziemlich arroganter Kerl. Das finde ich nun gar nicht. Ist eher ein bescheidener Mensch. Ja, fast introvertiert. Das glatte Gegenteil von Welfen. Und übrigens ein ausgezeichneter Historiker. Ist einer der wenigen Leute, mit denen ich regelmäßig meine Arbeiten diskutiere, arbeitet auf dem gleichen Flur. Warum fragst du? Du warst doch mal mit Margarete Welfen zusammen, nicht? Ich habe. Das ist über 20 Jahre her, damals hieß sie von Lindo. Hm. Aber eine Verbindung ist so über die Jahre geblieben, oder? Du weißt doch, wie sowas ist. Ich hab's versucht, aber es war ziemlich schmerzlich.
Welfen hatte ja nur geheiratet, weil sein Schwiegervater ihm alle Türen geöffnet hat, die er für seine Karriere brauchte. Muss ziemlich frustrierend für eine Frau sein. Also ich meine, wenn sie nur als Steigbügelhalterin für ihren Mann benutzt wird. Ausgerechnet Margarete. Eine wunderbare Frau. Aber mit Friedrich kommst du gut zurecht. Ja. Herbert, ehrlich gesagt, ich mag nicht, dass du mir diese Fragen stellst. Warum? Wie soll ich sagen, das kommt mir irgendwie hinterhältig vor. Entschuldigung, Professor Kneifel? Ja, bin ich. Schmücke, mein Name. Kann ich ein paar Fragen an Sie stellen? Ja, bitte, nehmen Sie sich doch den Stuhl. Ja. Neulich war schon eine Kollegin von Ihnen hier. Ach ja, ja, ja. Ich habe nur zwei kleine Fragen. Bitte. Ihr Freund, Professor Christian Korte. Also, dieser Freund finde ich ein wenig übertrieben. Ach ja. Aber er war doch vorigen Sonntag bei Ihnen zu Hause, nicht? Ja, aber nur ganz kurz. Wann waren das genau? Um 8:35 ist er gekommen und um 9 musste er da wieder los. Hat überhaupt keine Zeit. Sein Besuch ließ sich leider nicht umgehen. Er hatte zwei Bücher von mir geliehen, die ich für meine Vorlesung am Montag dringend gebraucht habe. Wohin er gegangen ist, danach, wissen Sie das? Nein. Er hat dann noch kurz einen Freund angerufen, dass er nicht auf ihn warten soll. Sagen Sie, warum interessiert Sie denn das alles? Das war's schon. Ja, vielen Dank, Herr Professor. Bitte, bitte. Wieder? Ja, bitte. Was anderes anziehen, Dicker. Hier, vor allem vernünftiges Schuhwerk. Habe ich im Auto. Hallo, Lisa. Spinnst du? Was soll das denn? Wir beiden Hübschen machen jetzt einen Ausflug zum Kiffhäuser. Was hältst du davon? Hm? Einen Teufel werde ich tun. Steigst du sofort wieder aus. Ach, Lisa. Überzeugt dich das? Hm? Na los, fahr zu. Fahr los! Also bitte. So, dann wollen wir mal. Gottes Willen, wie siehst du denn aus? Mein Gott, wie soll ich denn aussehen? Fesch sehe ich aus. Hast du mal die Freundin von Edith, diese Hanna, angerufen? Natürlich ein paar Mal. Beim ersten Mal hat die dusselige Kuh gleich wieder aufgelegt und die anderen Male ist sie gar nicht erst ans Telefon gegangen, wo der Anrufbeantworter. Ich garantiere dir, Edith ist bei ihr. Diese Hose. Ja, nun ist ja gut. Sobald wir den genauen Fundort kennen, benachrichtigen wir die Behörden. Dann geben wir eine Pressekonferenz. Kann allerdings bedeuten, dass wir deinen Vater bloßstellen müssen. Alles, was man gegen diese verdammten Raubgräber tun kann, sollte man auch tun. Ich werde die Stelle sowieso nicht finden. Du wirst sie schon wieder finden. Ist besser für dich, Schätzchen. Sag mal, dein Partner ist auch schon da, oder was? Ich habe keinen Partner. Versuch nicht, mich anzurufen. Ja? Okay. Ich habe deine Ausrüstung auch mitgebracht. Warte mal. Sag mal, Friedrich, hat Konrad, dein Vater, irgendwann mal mit dir geredet? Worüber denn? Über das hier vielleicht? Nee, die wären nie gekommen. So, jetzt müsste es gehen.
Das ist der Wagen von Lisa Martin. Tja. Und der muss von Friedrich Welfen sein, da bin ich mir sicher. Na dann mal los. Ja, warte mal. Also. Da. Hey, hey, hey. Hier ist es also. Na Mensch, und die Arbeit haben sie uns auch schon abgenommen. Dann brauchst du mich ja gar nicht mehr. Von wegen, mein Schatz. Wir sind doch Partner. Los, du gehst voraus. Ich das letzte Mal umgekehrt. Ja, ist gut, dass du nicht weitergegangen bist. Nach Plan sind es nur noch 10 Meter, aber die sind sau schwer. Ja, wollen wir mal. Warte mal, hier. Ja, hier geht's rein. Na, mach doch mal die Lampe an. So kalt. Ja und? Ich glaube da. Dass er nicht durchpasst. Nee, aber du wohl. Bitte, nach dir. Warte doch mal. Pass mal auf, laut Plan ist das der einzige Ein- oder Ausgang. Also die müssen hier auch wieder raus. Ja. Dann können wir doch vorne wieder auf sie warten, nicht? Aber manchmal triffst du Entscheidungen von erstaunlicher Weisheit. Ja. Dankeschön, dass ihr uns den Weg hierher gezeigt habt. Wahnsinn. So, jetzt entsorgen wir die beiden. Und dann hilfst du mir, das Zeug rauszuschaffen. Waffe weg, Kaminski! Die Waffe weg! Was ist jetzt mit mir? Jetzt erholen Sie sich erstmal. Morgen brauchen wir Sie auf dem Präsidium für eine Zeugenaussage.
So, Christian, und jetzt erzähl mir doch mal, was an diesem Sonntag genau passiert ist. Was meinst du? Du bist um 20.30 Uhr zu Adrian Kneifel. Um 21 Uhr bist du wieder gegangen. Noch in seiner Wohnung hast du jemanden angerufen und ihm gesagt, er solle nicht warten. Das waren Sie, Friedrich, ne? Du meinst? Ja, was war aber, bevor du zu Kneifel gegangen bist? Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Da hatte ich Margarete Welfen angerufen und dir von einem Telefonat aus Mailand erzählt. Du weißt ja eine ganze Menge. Ja. Und sie hat dir erzählt, dass ihr Mann den Käufer für die teuren Funde aus dem Kyffhäuser treffen wollte. Sie war dahinter gekommen, dass Welfen in kriminelle Geschäfte verwickelt war. Aber sie wusste nicht, mit wem sie darüber reden könnte, außer mit dir. Margarete hatte schon seit längerem den Verdacht, dass ihr Mann krumme Geschäfte macht. Als der Mailänder anrief, war so gegen 4 Uhr am Nachmittag, wollte er den Termin für den Abend absagen. Aber Margarete ist es gelungen, auf geschickte Weise den Anlass seines Anrufs herauszufinden. Und statt diesem Mailänder bist du auf den Kyffhäuser gestiegen. Schön, Frau Welfen, dass Sie so schnell kommen konnten. Ist es hier passiert? Ja, hier. Mein Mann hat mich von hier noch einmal angerufen. Er wollte, dass ich ihm das Telefonat mit dem Mann aus Mailand noch einmal ganz genau wiederhole. Was hat er genau gesagt? Bitte erinnere dich. Margarete! Der Mann aus Mailand hatte das Treffen mit meinem Mann hier abgesagt. Aber ich habe Konrad angelogen. Warum haben Sie Ihren Mann angelogen, Frau Welfen? Warum? Christian hatte versprochen, hierher zu fahren und mit Konrad zu reden. Er wollte ihn zur Vernunft bringen. Wie zur Vernunft? Ich wollte, dass er endlich mit dieser verdammten amateurhaften Raubgräberei aufhört. Ich wollte, dass er uns die Fundstelle zeigt. Das wäre die größte archäologische Sensation seit Jahren gewesen. Ich hätte sie wissenschaftlich korrekt aufgearbeitet, mit Friedrich als meinem Assistenten. Davon wollte ich ihn überzeugen. Und ihr beide wärt berühmt geworden. Du und Friedrich, dein Sohn. Ja. Was? Konrad hat es mir hier oben gesagt. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie widerlich er war. Ihr werdet nie an den Schatz rankommen. Ich werde ihn heben, ich ganz allein. Und ich werde noch mal ganz neu damit anfangen. Was im Kyffhäuser liegt, gehört mir. Sag mal, was ist denn in dich gefahren? Die Wissenschaft wird mich feiern. Und was die Wissenschaft nicht von mir bekommt, das wird mich reich machen, so reich, dass ich euch alle auslachen kann. Euch alle! Du willst die Beute, du willst den Ruhm, du bist verrückt, Konrad. Ich? Ich bin euch nur überlegen. Das wollt ihr nicht akzeptieren, ihr Diener der Wissenschaft. Jawohl. Diener seid ihr, Domestiken. Unfähig, was aus eurem Leben zu machen. Du und Friedrich, beide die gleichen Versager. Red nicht so über Friedrich. Er ist schließlich dein Sohn. Es ist dein Sohn. Margarete hat ihn mir untergeschoben. Was glaubst du, wie ich sie dafür verachte, wie ich euch alle verachte? Sie, dich und diesen Bastard! Er hat gesagt, der Bastard. Dann haben sie ihn runtergestoßen. Tja, dann wollen wir mal. Was soll denn das hier? Hm.
sie das Schloss ausgetauscht. Edith! Edith!